mein Gott, wir brechen 100 Gesetze in 24 Stunden! Ja! Bro, geisteskrank, Mann. Ey, Marvin, wenn wir... Nee, Digga, wenn wir den klauen, wir müssen schnell weg. Ey, Bro! Bro! Burger-Pommes auf die Eis, pack die Pommes in den Burger rein. McDonald's geht zu jeder Zeit. Hey Freunde, was geht ab und herzlich willkommen bei einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, Freunde, euer Special Guest dabei und zwar den Luca. Moin, moin, was geht Leute alle? Hashtag Team Burger-Pommes in die Kommentare. Leute, kauft den Merch. 9.3. um 10 Uhr kommt der Song online, auch gleich das Bundle. Zwei Bundle gibt es, einmal mit T-Shirt und einmal mit Hoodie. Dabei haben wir eine Autogrammkarte von Max, Lukas und mir und noch die CD-Leute, die Burger-Pommes-CD-Leute, richtig nice. Und Paul Berger-Limo. Genau, Paul Berger-Limo. Ja, und ein goldenes Ticket könnt ihr gewinnen, das heißt, ihr könnt ein Video mit iCrimex, Lukas und mir gewinnen. Let's go, Lukas, ich würde sagen, kauft den Merch, lukasbs.de, 10 Uhr, schreibt es euch in die Kommentare, streng limitiert. So, Lukas, ich würde sagen, Alter. Das erste Gesetz, das wir brechen, ist Zutritt verboten. Leute, ihr seht schon, hier ist komplett so ein Zaun eigentlich gezogen. Genau. Ne, den haben wir jetzt eben gerade umgeknickt hier. Genau, let's go. Und eigentlich darf man hier auch nicht rein, Marvin, aber das ist schon mal das erste Gesetz, was wir brechen. Ja, aber wir dürfen das eigentlich trotzdem, weil der Chef, den kennen wir, ne? Genau. Ne? Deswegen hier, ich gebe dir mal die Cam. Geh das mal an, Digga. Oh mein Gott. Bro. Oh! Oh! Hey, hast du ausgerutscht. Scheiße, pass auf dein Knie, ne? Ja, ja, ja. Oh! 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 Ja, ich weiß. Verlassene Fabrik oder so. Glaubst du, da wurde mal früher Pommes produziert oder Burger? Ja, ich glaube schon, oder? Ja, ne? Let's go, lass mal jetzt gucken gehen. Nee, aber ich habe auch echt ein bisschen Angst. Wie sieht es bei dir aus? Ey, Bro, ich sag dir ehrlich, ich habe richtig Angst. Wirklich Angst. Ja, ich auch. Ich sag dir gleich ab hier vorne, wir haben 6 Sterne GTA. Ja, ja. Ab dem Moment, wo wir reinlaufen. Und zwar 3, 2, 1. Let's go. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga. Wir haben 6 Sterne. GTA. Bro, Toiletten. Lol. Hier sind die Fabrikmitarbeiter wahrscheinlich früher. Immer kacken gegangen, ne? Und ein Auto! Bro! Digga, was ist hier? Das ist ein Auto. Alter, WTF, mach mal Licht an. Digga. Alter! Digga, ist einfach ein Auto, Bro. Oh mein Gott. Geisteskrank. Ey, ja. Was glaubst du, wie lange liegt der da schon? Keine Ahnung. 2 Tage? Ey, Marvin! Ja? Da war direkt die zweite Sache. Was denn? Das zweite Gesetz, was wir jetzt brechen. Ja? Und zwar, weißt du, was ich dabei habe? Was denn? Graffiti. Ey, sprühst du einen Train? Komm, da ist noch Platz. Okay, okay. Komm, lass mich auch machen, ich mach das. Jetzt du? Ja, ja. Ja, okay. Okay, Leute. Dass man mich nicht erkennt. Gesetz Nummer 2. Alter, Junge. Bro, geisteskrank, Mann. Leute, kauft den Burger-Pommes-Merch und ganz wichtig, hört euch den Burger-Pommes-Song an, der bald kommt. Richtig geil, Digga. Oh nein. Egal, nur Burger-Pomm, ne? Pommes. Hashtag Burger-Pomm. Richtig Hashtag geil. Burger-Pomm. Lass mal weiter zum nächsten Gesetz, ne? Leute, ganz, ganz wichtig, wir machen das jetzt natürlich noch alles weg. Ja. Ne? Das war auch Farbe, die man abmachen kann. Nicht, dass ihr denkt, wir gehen in eine Straftat. Das tun wir nicht. Wir wischen das jetzt weg und sehen wir uns gleich wieder, Leute. So, Lukas, dann können wir ja zum nächsten Gesetz. Jetzt musst du eins brechen. Bisschen leiser, ne? Ja, natürlich. Ja. Wir sind so fast aus Mannheim. Kommt gerne vorbei und verpetzt uns nicht. Ich würde sagen, du tust jetzt erstmal was aufreißen. Was aufreißen? Ja, ja. Bro, übertreib nicht, Mann. Mach mal, reiß mal im Laden auf und dann spiel ich am Papier weg. Ziehst du durch? Ja, Bro, du übertreibst direkt übel. Machst du? Und ja. Was richtig Geiles, weißt du? Ja, okay, okay. Was richtig Geiles. So, Leute. Ja. Let's go, wir sind hier bei Schmie. Okay, sag mal, Marvin, was willst du? Ich hab eine gute Idee. Ja. Wir sind hier, sind wir bei den geilen Autos und so. Ja, Mann. Hier, nimm mal den. Ey, das dürft ihr auf gar keinen Fall nachmachen, Leute. Nimm mal den Lambo und pack den mal richtig aus. Hier? Ja, ja, pack den aus. Bro. Oder komm, wir gehen da hinten in unsere Spielzeugecke. Komm, wir gehen in unsere Ecke. Digga, das kann ich nicht machen, Mann. Doch, ziehst du durch? Ich dachte, du meinst irgendwas anderes, aber doch nicht das, Digga. Doch. So, Lukas. Ja. Da ist der Detektiv schon. Wenn er dich sieht, dann nimmt dich hops. Leute, das darf man überhaupt nicht, was Lukas gerade macht. Du übertreibst so hart, Marvin. Ja. Guck mal, das ist hier so verschraubt, Bro. Das geht ja. Alles. Reiß einfach raus, weißt du? Jetzt läuft es rein, hoffentlich sehen die sich auf die Kamera. Mach mal ein bisschen schneller aus, Mann. Digga, es geht nicht, Marvin. Ja. Sag dir ehrlich, Digga. Doch, doch, was geht denn jetzt mal aus hier? Bro, das ist verschraubt, Mann. Da ist noch ein Mitarbeiter da vorne. Ja. Okay, Lukas, was machen wir jetzt? Ja, was soll ich jetzt damit machen? Ja, das, du hast recht. Pack ihn wieder zurück. Ja, okay. Pack ihn wieder zurück. Halt nicht so auf, oder? Nee, nee, gar nicht. Und jetzt pack es wieder zurück. Wir wollen es doch nicht haben.
Mach das nicht nach, ne? Ja, auf gar keinen Fall. So, Marvin. Ja, was denn, Lukas? Schau mal, jetzt musst du ja auch mal was machen. Ja. Nimm mal hier das BMX einmal raus, ne? Das ist ein richtig geiles BMX, so Rainbow, Digga. Digga, ist richtig, weil das ist eine Regenbogenfarbe. Das habe ich auch letztens Leontin hier gekauft. Genau, machen wir hier Ständer. Dann müsst ihr das ja auch zu Hause noch haben, ne? Genau, teste mal aus. Ja, komm mal her. Und so, ja. Marvin. Jetzt kommt. Das ist einmal schon eine verbotene Sache, dass man überhaupt rumfährt damit. Aber die zweite ist, du fährst damit jetzt in den Mitarbeiterbereich rein, wo so ein Schild hängt, nur für Mitarbeiter. Boah, ich weiß nicht. Und zwar, Leute, ich zeige euch das schon mal ganz kurz. Ihr seht's hier. Müssen wir noch mal kurz warten, ne? So, Leute, Marvin zieht jetzt durch. Let's go, Leute. Oh mein Gott, Bro. Stell dich mal hier hinten hin, Leute. Oh mein Gott, schau dich das an. Digga, was macht der da? Okay, Leute, ich glaube, Marvin wurde auf jeden Fall erwischt. Der fragt er jetzt wahrscheinlich irgendwie oder sonst was, muss er wahrscheinlich jetzt direkt wieder raus, keine Ahnung. Digga, du hast durchgezogen. Voll Ärger gekriegt. Digga, ey. So, Lukas, ja? Wir sind jetzt hier beim Candy Store, ne? Ja. In Ludwigshafen, kommt gerne mal vorbei. Was soll ich jetzt machen? Ja, Marvin, ich würde sagen, du gehst jetzt mal rein, ne? Ja. Und tust einfach mal schon so eine Tagestüte richtig knallen. Ja. Fetzt die mal einfach. Ja. Ohne zu bezahlen, einfach hier vorne. Ey, Marvin. Moin. Moin. Gott, die sind eh abgelenkt, weißt du? Bist du schnell hier, poppst du einfach und fetzt ein bisschen, ne? Ja, ja. Aber du musst dich schon laut poppen. Soll ich auch was trinken dazu dabei? Ja, ja. Hol dir mal so einen geilen Prime oder so, weißt du? Okay, Lukas. Ja. Was soll ich jetzt nehmen? Boah. Boah, Alter. Ey, nimm mal so Prime Orange. Ja. Der ist geil. Okay, nimm ich den. Ey, let's go, nimm mal sogar die Verbotenen hier, ne? Muss mal prüfen, welche gut knallen kann. Oh, die, Alter, die kann richtig gut knallen. Ja, okay. Aber knall die mal so, dass da oben das rauskommt, weißt du? Mach schnell. Ey, Jungs, was macht ihr da? Nix, nur was runtergefallen. Was runtergefallen? Nix. Alles gut, ey, alles gut. Das geht aber nicht. Das musst du bezahlen. Ja, mach ich. Jetzt aber. Okay. Ja, komm, geh ich in der Form. Was denkst du dir auch dabei, Marvin? Ja. Mann, ey. Hier wird auch nicht gedruckt, Marvin. Ey, Marvin, du hast ihn doch gehört. Lukas, wieso sagst du meinen Namen, Mann? Ich heiße Kevin. Ja. Nimm, das ist eigentlich deins. Hä? Wie, das ist nicht meins. Doch, das ist deins. Was soll ich machen, Mann? Okay. Kannst du? Komm, Mann. Hey, du! Oh! Hey, Leute, komm. Oh, oh! Hey, Bro! Hey, nein! Hey, Leute! Lukas, komm hier auch noch! So Leute, bevor es jetzt richtig losgeht, wir sind hier im Automobilzentrum Rhein-Neckar. Kommt hier gerne vorbei, seht die Adresse gerade eingeblendet. Und ich habe hier den Omi. Was geht? Was geht bei euch? Leute, er ist der Chef von dem Laden und wir werden jetzt gleich natürlich auch ein Auto klauen. Und du weißt ja, wo schaltest du das machen. Aber ihr dürft das Auto klauen. Ihr dürft bei mir im Autohaus machen, was ihr wollt heute. Okay, sehr gut. Ich bin gespannt, ob deine Mitarbeiter es merken. Ja, die wissen es nicht, ne? Das wäre krass, oder? Okay. Wenn die morgen nicht gemerkt haben, dass ein Lambo fehlt. Ey, dann musst du auf jeden Fall noch austauschen. Ja, dann muss ich was unternehmen. Ja. Okay, Leute, let's go. Ich würde sagen, check gerne Omi da ab. Erster Link unter der Videobeschreibung. Und Lukas, wir starten. Let's go. So, Lukas. Ja. Kommen wir zur nächsten Sache. Setz erstmal die Sturmmaske auf. Ey, Bro, was? Setz mal auf. Ey, wir sind hier im Autozentrum, Digga. Der Knoll ist da. Übertreibst komplett, weißt du das? Digga, wir müssen jetzt 100 Gesetze brechen. Ja. Mann, das ist ja nicht umsonst, auch Spaß. Das ist ja fürs Video. Komm, wir gehen Einbruch, jetzt. Brüder. Genau. Wir gehen jetzt ins Automobilzentrum rein. Lass mal gucken, welche Wagen wir knacken müssen, ne? Ja, ja, lass mal gucken. Gehen wir jetzt erstmal rein. Ich fällt mir nicht auf, Alter. Meinst du, sehen uns so? Nein, das fällt nicht auf. Gar keinen Fall, ne? Ey, Lukas. Ja. Da sind zu viele. Lass mal gucken, ob wir da vorne Schlüssel haben. Ey, da ist dieser Hauptshowroom. Lass lieber mal da gucken. Lass mal gucken, ob wir irgendwo einen Schlüssel hier herkriegen oder so. Ja, ja. Da an der Tür drin. Glaubst du, da ist ein Schlüssel? Naja, ey, warte mal. Wie machen wir das jetzt am besten? Digga, hier ist ein Schlüssel. Marvin. Was denn? Ich hab einen. Echt jetzt? Ja. Hier. Lol, was ist denn der? Digga, ist ein Lambo-Schlüssel, Bro. Warte mal, das ist ein krasser, oder? Lamborghini Huracan STO. Ein roter, lass mal einen roten suchen. Rot. Rot. Digga, hier ist kein roter. Doch, da vorne ist einer, aber es ist nur ein normaler. Marvin. Ja, ja, komm. Das ist schnell, Alter, schnell rein in den Wagen. Ja. Soll ich fahren? Ja, ja, fahr du. Okay, hier. Ey, Marvin, nee. Digga, wenn wir den klauen, wir müssen schnell weg. Hör mal einmal, ob der krass ist. Was für Soundcheck, Bruder. Ja, einmal nur kurz anhören. Weißt du? Ey, Marvin ist verrückt, Digga. Wir fallen doch total auf. Alter. Wow. Digga, der ist ja geisteskrank, Bro. Ist der geil? Anders. Richtig nice, Alter. Wir haben einmal das Auto geklaut. Hier, wir dürfen hoffentlich nicht erwischt werden. Boah, Bro, diese Carbon-Türen hier. Richtig fett. Schau dir mal das Auto an. Dann können wir da Licht hier alles an. Ja. Ey, Marvin, weißt du, was das nächste Gesetz ist, was wir brechen? Was denn? Kein Anschnallgurt. Wir fahren ohne anzuschnallen, du hast recht. Mach das auf gar keinen Fall nach, nee, Leute. Auf gar keinen Fall. Alter, ist der Fett. Wo sollen wir denn jetzt hinfahren?
Ja, ich fahr einfach raus erstmal. Ja, ja, ey, du siehst doch richtig gut aus. Ich weiß doch gar nicht, wer wir sind. Hey, Bro! Bro! Ja, die Polizei! Junge, was? Oh mein Gott, Leute, Polizei ist da. Shit! Ey, Bro, da ruft schon jemand. Der ruft gerade Verstärkung, Bro. Oh nein, was machen wir jetzt? Lukas, wir müssen abhauen. Wie willst du denn hier abhauen, Junge, hier Sackgasse, Digga? Ja, das weiß ich nicht, Mann. Komm, was machen? Guck mal, der geht da die ganze Zeit nach uns, Junge. Ja, hau ab, Mann. Das weiß ich, Mann, auf. Ey, Junge, was soll ich denn jetzt machen? Digga, der muss weg. Ey, Bro. Marvin, Mann. Ey, Lukas. Ja? Ey, wir machen das so. Ich hau ab, setz die Maske auf und renn einfach weg, okay? Ja, ja. Ich lass mich kriegen von dem. Oh, ja, okay, ich hau ab. Ja, ich komm schon raus. Ja, ja. Alles gut, ne? Ich muss mal von euch beiden den Personalausweis und du machst sofort die Kamera auf. Ja, ja, tut mir leid, ey. Schuss, ich hau ab, ey! So, Lukas, lass mir jetzt das nächste Gesetz brechen. Ja. Und zwar, wir sind hier heimlich im Spieleparadies. Ja, zum einen das, ne? Und guck mal, Marvin, der Verzehr von Speisen und Getränken ist hier verboten. Ja. So, Marvin, und weißt du, was ich jetzt mache? Fetz mal richtig was weg. Ich fetz jetzt mal richtig, Digga. Magst du die? Ja. Guck mal, die kann man hier auf entspannt essen und erstmal richtig fetzen, Digga. Ja, fetz mal. Boah, das war krass gefetzt. Mach mal den Mund auf. Geh mal her. Alter. Ja. Boah. Mach mal auf. Ja, Mann. Richtig geil. Jetzt sind wir die Kings hier. Ja, es sind ja schon 3 Uhr, ne? Ja, 3 Uhr nachts hier im Spieleparadies drin. Hier ist richtig krass, Leute. So, Lukas. Ja. Lass mal jetzt hier springen. So, let's go, Digga. Hier darf man gar nicht springen mit Schuhen an. Ey, Marvin. Guck mal, da steht Klettern verboten. Kletter mal hoch, Digga. Klar. Oh, let's go. Ey, ich mach hier, was ich will. Ich bin heute der King hier. Ja, so sieht's nämlich aus. Hier bin ich der King. Runter. Ich hab das doch gesagt, dass du die Schuhe ausziehst. Ja. Jetzt geh mal runter, Marvin. Ja. Geh mal schnell jetzt hier runter, Marvin. Okay, lass mal weiter, Lukas. Ja, ja. So, Lukas. Ja. Ein Gesetz ist auch, was man brechen hat, ist ein Schlaggerät, einfach da was raus ist. Ne? Hier bei Edeka Schwiegler kommt gerne vorbei. Ja. Aber macht sich nach, wir dürfen das, wir sind Profis. Und das ist unser 2-2-2, weil wir schon dabei sind. Oha. Öffne mal hier die Müllermilch eben. Ja, ne? Warte, ich mag die Sorte nicht. Die ist ganz neu. Ganz neue Sorte. Müllermilch. Gönn dir mal Marvin. Ein weiteres Gesetz gebrochen. Willst du jetzt mal eben kurz ins Lager rein, ne? Ja, das machst du dir jetzt nämlich. Achso, ich hab grad schon gesagt, boah, du gehst da jetzt rein und fetzt erstmal richtig was weg. Okay. Schrei erstmal, moin, ich bin der neue Mitarbeiter. Ey, nein, das kann ich nicht machen. Komm, das ist auch ein Gesetz brechen, man darf nicht laut sein. Ja, komm, tu mal so, als wäre das Ganze selbstständig. Hallo, ich bin der neue Mitarbeiter. Jo. Ja, scheiße, jetzt sind wir rausgeflogen, Lukas. Ja. Ja, Mist, das machen wir dann jetzt am besten. Ja, Marvin, Wir sind rausgeflogen einfach. Ja. Das war halt auch ein Gesetz, was wir gebrochen haben. Ja, okay, hast recht. Dann machen wir jetzt was anderes. So, Leute. Also, wir drehen hier öfters im Markt. Ich kann gerne. Ja. Aber nicht um die Uhrzeit. Doch, doch, es ist ja noch offen. Nein, 9 Minuten. Es sind noch 10 Minuten. Ja, also offen. Und wir müssen jetzt einen Rundgang machen und ist fertig. So, Leute, Lukas ist ja jetzt gerade mitgenommen worden. Ich gehe mir jetzt erstmal nochmal hier meine Müllermilch. Und dann gucken wir gleich, was jetzt passiert. So, Leute, der Lukas ist jetzt gerade mitgenommen. Da ist ein Detektivbüro drin. Und ich gehe jetzt mal gucken, was ich hier irgendwo raushole. Hier ist er drin. Gucken, ob die Luft rein ist. Lukas! Digga! Bro, ich hab ist richtig eskaliert, Mann. Ja, ich hab die gerade abgeleckt. Du bist ein Detektivbüro, Bro. Der Detektiv ist gerade noch draußen, der Polizei. Ja, ich weiß. Polizei. Komm, lass mal abhauen, komm mit. Ja, ja. Schnell gehen, komm mit. Schnell los, ne? Ja, ja, komm. Bro, Alter, ey. Digga, lass mal nicht los, ne? Wo sollen wir lang gehen? So, Alter. Lass mal schnell abhauen. Komm, Alter. Oh, komm, wir laufen jetzt über. Schnell abhauen. Let's go, Lukas, komm.